Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge diese Woche. Ich möchte darüber nachdenken, wie wir aufhören können, alles und jeden zu kritisieren, wenn wir merken, dass wir dazu neigen. Wir werden über Kritik an anderen Menschen sprechen, aber auch über die Kritik, die wir an uns selber üben. Und vor allen Dingen sprechen wir darüber, wie man damit aufhören kann. Wir machen einen Zweiteiler daraus. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, dass die Folge ein bisschen zu lang wird und deshalb mache ich nächste Woche weiter. In dieser Folge werde ich mehr über das Verständnis des in Anführungsstrichen Kritikproblems sprechen. Warum neigen viele von uns so stark dazu, immer alles und jeden kritisieren zu müssen und uns selbst natürlich auch nicht auszulassen? In der nächsten Folge möchte ich aufzeigen, nächste Woche also, was wir dagegen tun können und was ich getan habe. Es ist keine Folge darüber, dass es schon als kritisch sein gilt, einfach die eigene Meinung zu äußern und auch nicht, dass es darum geht, immer nett und sanft und verständnisvoll und positiv optimistisch zu sein. Übermäßig kritisch zu sein ist nicht das gleiche wie zu platzieren, was man sich wünscht oder zustimmendes Feedback zu geben, also konstruktive Kritik zu geben oder eine Grenze zu setzen oder jemandem einfach die eigene Meinung zu etwas mitzuteilen, wenn es angemessen und gerechtfertigt ist. Es scheint keine ganz klaren Regeln dafür zu geben, wann Feedback wirklich Feedback ist und wann es eben eine bewertende Meinung ist, wann es vielleicht eine Bitte ist und wann es tatsächlich ein Kritisieren ist. Hier müssen wir mit unserem Unterscheidungsvermögen ansetzen, aber ich glaube, als kluge, informierte und empathische Menschen bekommen wir das hin. Ich habe eine super spannende Podcast-Folge zu diesem Thema gefunden, die ich jetzt ein bisschen wiedergeben möchte. Ich würde nie vorschlagen, kein kritisches Denken anzuwenden. Ich sehe das als absolute Tugend und als ein Zeichen der Intelligenz, sich kritisch mit einer Situation auseinanderzusetzen. Das ist wirklich nicht das, was ich meine. Ich spreche von der Tendenz, dass alles und jeder mit einer bewertenden, kritischen Brille betrachtet wird. Vielleicht nimmst du das jetzt schon an dir selbst wahr oder du kennst einen Menschen in deinem Freundeskreis oder Arbeitsumfeld, bei denen einfach nichts gut genug sein kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das auch nicht als besonders attraktiv wahrnimmst. Ich auch nicht. Ich habe eine Definition der Kritik gefunden, die lautet: Kritik ist die Äußerung von Missbilligung an jemandem oder an etwas, die darauf beruht, dass Fehler, Mängel oder sonst Irrtümer identifiziert werden und wahrgenommen werden. Diese Definition gefällt mir sehr gut aus unterschiedlichen Gründen, die ich jetzt gleich einmal aufdröseln möchte, weil sie drei wichtige Aspekte von Kritik in der Art und Weise, wie ich heute in dieser Folge darüber sprechen möchte, auf den Punkt bringt. Der erste Punkt ist das Ausdrücken, das Verbalisieren dieser Missbilligung. Uns gefällt etwas nicht und wir müssen das jemandem mitteilen. Es geht also nicht nur darum, einen Gedanken über jemanden oder über etwas zu haben, das uns nicht passt oder das wir als nicht gut genug empfinden, sondern es geht darum, diesen Gedanken dann auch auszudrücken und zwar oft unaufgefordert. Das heißt, der Gedanke wird proaktiv geäußert, auch wenn er nicht eingefordert oder gewünscht ist. Und an dieser Stelle möchte ich eine kurze Pause machen und dich fragen, ich frage mich gerade auch selbst nochmal, gebe ich oft ungefragt meine Meinung zu einem Umstand, zu einer Situation, zu einer Tatsache, etwas eben, das ich sehe oder höre? Gebe ich anderen oft meine Meinung unaufgefordert? Und vielleicht können wir schon mal darüber nachdenken, warum tun wir das?
Vielleicht kannst du dich an eine bestimmte Situation erinnern und dich fragen, warum habe ich das getan? Und der zweite Punkt, den ich an dieser Definition schön finde, der mir gefällt, ist, dass es sich bei diesen Meinungen, bei unserer Meinung über etwas, wenn wir von Kritik sprechen, immer um eine Missbilligung von etwas handelt. Dass wir also nicht nur etwas neutral beobachten oder wiedergeben, sondern dass es ja so ein moralisches, wertendes Element enthält. Das ist wirklich wichtig, denn dadurch wird unsere subjektive Meinung, unser Angebot, unser Vorschlag, den wir jemandem vielleicht unaufgefordert unterbreiten, zu einer Bewertung und wenn wir ganz ehrlich sind, häufig zu einer negativen Bewertung. Und hier nochmal, lasst uns darüber nachdenken, jeder persönlich für sich, wann gebe ich meine Meinung, eventuell ungefragt, und was ist die Absicht hinter dieser Meinung? Ist sie oft missbilligend eingefärbt? Mache ich etwas runter? Mache ich etwas schlecht, wenn ich meine Meinung dazu gebe? Mache ich vielleicht irgendetwas oder jemanden mit meiner Meinung subtil schlecht? Aus Gründen, die immer, 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 immer das eigene Selbstwertgefühl betreffen. Also frag dich, wann gebe ich meine Meinung und was ist die Absicht hinter dieser Meinung? Und der dritte Punkt, den ich in dieser Definition herauslesen konnte, ist, dass die genannte Definition die ganz subjektive Wahrnehmung mit einschließt. Das heißt, wir hören heraus, dass unsere Meinung, unsere Kritik immer unsere subjektive Wahrnehmung von etwas oder jemandem ist. Kritik ist nicht das Aufzeigen eines objektiven Fehlers, einer neutralen Faktenlage, der jeder zustimmen würde, sondern Kritik ist immer unsere persönliche Meinung. Nochmal zur Wiederholung. Wann gebe ich ungefragt meine Meinung? Tue ich das überhaupt? Und wenn ja, tue ich das häufig? Ist meine Meinung oft generell kritisch eingefärbt? Muss ich Dinge immer so ein bisschen kritisch betrachten? Und kann ich erkennen, dass wenn ich etwas kritisiere, dass das meine persönliche Meinung ist, keine Faktenlage, keine objektive Wahrheit, sondern meine Meinung. Und wenn du kritisiert wirst, dann darfst du dir bewusst machen, ist das die persönliche Meinung von jemand anderem. Auch hier keine objektive Wahrheit, keine neutrale Faktenlage, es ist die persönliche Meinung von jemand anderem. Das, finde ich, ist schon mal ein sehr hilfreicher Gedanke, der direkt so ein bisschen Distanz reinbringt, wenn wir häufig darunter leiden, dass ja, andere Menschen so viele Meinungen über uns zu haben scheinen. Deine Meinung oder die Meinung eines anderen, wenn kritisiert wird, ist von Natur aus negativ. In dem Sinne, dass wir eben nicht auf etwas Positives oder auf etwas Neutrales hinweisen. Du weist beim Kritisieren auf etwas hin und sagst also, ich sehe diese Sache an dir oder diese Sache, die du geschaffen hast oder in der du arbeitest oder was auch immer. Ich sehe das und ich denke, das ist schlecht oder nicht gut genug oder sonst etwas in diese Richtung. Das ist das, was wir beim Kritisieren tun. Und in dieser Folge möchte ich also ein bisschen darüber sprechen, warum wir dazu neigen oder jemand dazu neigt, so zu denken. Denn wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du dir vielleicht jetzt mit dieser Folge bewusst wirst, dass doch häufig so eine gewisse Skepsis oder, naja, das ist nochmal was anderes, aber dass du häufig zum Kritisieren neigst, dann ist das schon mal ein sehr hilfreiches Bewusstsein, weil dann können wir etwas verändern. Vielleicht hören auch einige Menschen zu und sind sich gar nicht bewusst, dass sie sehr kritisch eingestellt sind. Und in dieser Folge geht es wirklich darum, dass wir uns dieses Musters bewusst werden. Wenn dem so ist, müssen wir uns jetzt auch nichts, keinen Schuh anziehen, wenn das gar nicht der Fall ist. Aber ich glaube auch, dass einige von uns sich dessen bewusst sind, dass wir sehr kritisch sind. Und ich glaube, wir sind ebenfalls besonders selbstkritisch, wenn wir merken, dass wir viele an anderem auszusetzen haben, dann lässt das meistens darauf schließen, dass wir auch sehr kritisch mit uns selber sind. Weil wir so kritisch mit anderen sind, dann haben wir nämlich einfach ein Gehirn, das kritisch ist. Und wir schämen uns möglicherweise für sehr vieles und sind möglicherweise in vielen Situationen auch sehr defensiv. Deshalb möchte ich jetzt erstmal über die verschiedenen guten Gründe sprechen, warum unser Gehirn so funktioniert, also vielleicht zum kritischen Denken oder zum kritischen Einschätzen und zum Kritisieren neigt, damit du für dich besser verstehen kannst, dass ein besonders kritisch eingestelltes Gehirn nicht immer etwas über dich persönlich aussagt, sondern dass dieses kritische Denken auch Ursprünge hat, für die wir gar nicht so viel können. Es gibt 1 Million Gründe, warum Menschen die Angewohnheit haben, Kritik zu üben und immer das Haar in der Suppe finden.
Und einige Gründe möchte ich mit dir teilen. Ich möchte Gründe aufzählen, warum wir so denken können. Und vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen oder in allen wieder. Erstens neigen unsere Gehirne einfach zur, ich nenne es mal Negativität in Anführungsstrichen, also zur Gefahreneinordnung. Eben dazu, alles Neue, was wir sehen oder was auf uns eintrifft, erstmal als ein Unsicherheitsfaktor, als einen Gefahrenfaktor einzuordnen. Die Erinnerung an Gefahr, unsere Erinnerung bzw. das Erinnern können des Gehirns an Gefahr ist viel wichtiger von einem evolutionären Standpunkt betrachtet, als das Erinnern können an etwas Schönes, an etwas Lustiges, an Vergnügen, wenn es um das Überleben geht. Also aus einer Überlebensperspektive betrachtet geht es nicht darum, dass der Mensch sich geistig weiterentwickelt oder generell weiterentwickelt, also da erkennen kann und reflektieren kann. Und es geht auch nicht um die moralische Komponente, sondern aus einer Überlebensperspektive geht es darum, zu überleben, die eigenen Gene weiterzugeben, also lange genug zu leben, um sich fortpflanzen zu können. Sich also merken zu können, was schlecht oder gefährlich sein könnte, ist viel wichtiger, als sich zu merken, was gut und lustig oder moralisch von Interesse sein könnte. Denn schlechte oder gefährliche Dinge könnten dich umbringen und dann pflanzt du dich nicht weiter fort. Im Laufe der Jahrtausenden haben also die Organismen überlebt, die besonders gut darin waren, Angst zu bekommen bei Gefahr, Angst zu spüren und sich dann in Sicherheit zu bringen und eben zu erkennen, was schlecht oder gefährlich ist, um sich auch für die Zukunft wappnen zu können. Wir sind also gut darin, unsere Umwelt zu scannen und alle Bedrohungen in Anführungszeichen zu erkennen. Und unter Bedrohung fällt zum Beispiel auch das Ausprobieren von Neuem, von Ungewissem. Alles Fremde und bislang Unbekannte und Ungewisse ist für unser Gehirn etwas Unsicheres, etwas Gefährliches erstmal. Und das ist natürlich eine sehr vereinfachte Erklärung, aber die Evolution hat, so unsere Theorie, Organismen und Tiere und Menschen auserwählt, die sehr gut darin sind, potenzielle Gefahren zu erkennen. Survival of the fittest. Fittest im Sinne, überleben zu können. Und aus dieser Überlebensperspektive gibt es eben keinen Nachteil, wenn man viele Dinge kritisch sieht, auch wenn die meisten dieser Dinge überhaupt kein wirkliches Problem darstellen oder keine Gefahr darstellen. Denn solange man diese kritische, vorsichtige, skeptische Einstellung hat und der Tod dadurch vermieden werden konnte, blieb man eben am Leben und diese Tendenz wurde weitergegeben. Dagegen müsste man sich ja nur mal irren, wenn man eine Gefahr oder ein Problem übersieht und könnte sterben. Das ist also der Grund, warum unser Gehirn auf evolutionsbiologischer Ebene so ist, wie es ist. Unser Gehirn beschränkt sich natürlich nicht nur auf das eigentliche Überleben, das ist klar. Das war jetzt einfach nur durch die Brille der Evolutionsbiologie geschaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das Folgende auch schon erlebt hast. Wir tun etwas, bekommen von einem Menschen Kritik, bekommen aber gleichzeitig vielleicht 10 lobende, wertschätzende Kommentare von 10 anderen Menschen. Und wir werden trotzdem diese 10 schönen Kommentare etwas weniger spüren. Oder vor allen Dingen werden wir uns weniger an diese erinnern, als an diesen einen kritischen Kommentar. Wenn wir jemanden ansehen oder über eine Idee oder einen Zustand nachdenken, was auch immer, ist unser Gehirn darauf programmiert, mehr nach dem zu suchen, was falsch ist oder besser sein könnte, als nach dem zu suchen, was richtig und was gut ist an dieser Situation. Das ist also Evolutionsbiologie und Psychologie und wir alle haben diese Tendenz bis zu einem gewissen Grad. Viele von uns haben gelernt, kritisch zu sein oder kritisch zu denken, während wir aufgewachsen sind in unserer Kindheit. Je nachdem, wie wir groß geworden sind, wurden wir vielleicht mit sehr hohen Erwartungen und mit ständiger Kritik aufgezogen, das kann sein. Wenn du mit solchen hohen Erwartungen aufgewachsen bist, dann wurdest du wahrscheinlich unbewusst dazu erzogen, nach dem zu suchen, was fehlt oder was nicht gut genug ist, selbst wenn schon etwas sehr gut war oder ist. Und wenn du das als Kind erlebt hast, hast du vielleicht gelernt, dass Liebe so ausgedrückt wird. Dass Familienleben eben so ist. Und so wenden wir dieses Muster auf unsere eigenen neuen Familien an, auf unseren Partner an, auf Kinder an und vielleicht auf Freunde und natürlich weiter auf uns selbst. Und ich muss gerade an etwas denken, das ich gehört habe. Und zwar gab es ein buddhistisches Treffen, bei dem viele westliche buddhistische Lehrer zusammenkamen, aber eben auch asiatische buddhistische Lehrer und eben auch der Dalai Lama.
Und ihm wurde von einem westlichen Lehrer die Frage gestellt, wie er mit Selbstablehnung, wie er mit Selbsthass umgeht. Das sei ein Problem, das ja viele buddhistische Schüler betreffen würde. Wie würde er damit umgehen? Und der Dalai Lama und andere asiatische Lehrer waren total schockiert. Sie konnten gar nicht dieses Wort verstehen, Selbsthass, konnten es nicht greifen. Was ist das? Ja, der Dalai Lama hat 10 Minuten gebraucht, in denen er sich mit seinem Übersetzer beraten hat, um überhaupt das Wort Selbsthass verstehen zu können. Und dann hat er eben die anderen teilnehmenden Lehrer der Konferenz gefragt, wie viele von diesem Problem betroffen sind. Wie viele von ihnen selbst, aber auch wie viele von den Schülern mit diesem Problem zu tun haben. Und alle, die da waren, haben bejahend genickt und gesagt, ja, ich kenne das. Also die Scham, die Selbstablehnung, der Selbsthass, das Unwürdigkeitsgefühl ist uns allen bekannt. Wir alle strugglen damit. Und der Dalai Lama war sehr überrascht. Dieses große Problem, dieses Phänomen war ihm nicht bewusst. Und er hat gesagt, aber das ist doch ein Irrtum. Jedes Wesen ist wertvoll. Und trotzdem scheint die Selbstverurteilung, die Scham bei vielen von uns vorhanden zu sein. Und jeder von uns hat eben, dürfen wir uns bewusst machen, ein eigenes Maß an Schmerz und Ablehnung sich selbst gegenüber, aber eben auch Ablehnung anderen Menschen gegenüber und manchmal eben auch allem Andersartigen gegenüber. Und manchmal ist dieser Schmerz, den wir erleiden, ganz groß und offensichtlich, manchmal ist er aber auch sehr subtil. Jeder, ausnahmslos, das dürfen wir uns nochmal bewusst machen, trägt ein Päckchen, trägt sein eigenes Päckchen. Und so kann ein Schmerz, der vielleicht der Selbstkritik oder generell dem Kritischsein zugrunde liegt, die Kälte unserer Familien widerspiegeln oder das Trauma unserer Eltern. Und infolgedessen können wir eben oft das Gefühl haben, irgendwie nicht richtig oder verstoßen worden zu sein. Und um sich zu schützen und um überleben zu können, müssen wir unser Herz verpanzern, müssen wir eine Schutzschicht aufbauen und uns verteidigen und vielleicht ständig in der Defensive sein und ganz viel kritisieren. Das war also der zweite Punkt. Der dritte Punkt, warum manche von uns Gehirne haben, die besonders kritisch reagieren. Drittens scheinen manche von uns Gehirne zu haben, die beim Finden und Lösen von Problemen Dopamin, das Glückshormon Dopamin, ausschütten. Und einige von uns sind sehr gute Problemlöser. Hört sich erstmal in vielen Bereichen unseres Lebens nach einem echten Vorteil an und nach einer ganz tollen Kompetenz, ja. Und das Lösen von Problemen gibt manchen Menschen oder lässt in unserem Gehirn bei manchen Menschen das Glückshormon Dopamin ausstoßen. Und es scheint so, dass manche von uns unser Gehirn darauf trainiert haben, sich zufrieden zu fühlen, glücklich zu sein oder sich zufrieden zu fühlen, wenn sie ein Problem finden, das gelöst werden will. Aber das kann so sein, dass unser Gehirn nach Problemen sucht, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt oder die nicht da sein müssen und trotzdem gelöst werden wollen. Und dass wir uns besonders zufrieden oder richtig fühlen, wenn wir überall Probleme spotten können, zu denen wir dann eine Antwort haben oder unsere Meinung geben können, die wir damit scheinbar lösen können. Und wir dürfen einfach mal darüber nachdenken, trifft das auf uns zu, dass wir, wenn wir irgendwo ein Problem sehen oder etwas als Problem betiteln können, dass wir uns dadurch selber zufriedener und irgendwie ja, richtiger oder besser als andere fühlen. Ohne Beurteilung, ohne Scham können wir da einfach mal drüber nachdenken. Und viertens, ein vierter Grund, weshalb wir uns als besonders kritisch empfinden können, kann dadurch entstehen, dass einige von uns beruflich darauf trainiert werden, immer nach Problemen zu suchen oder Dinge aufdecken zu müssen oder Probleme zu beurteilen, egal wie klein sie sind. Und dann zu versuchen, sie zu lösen oder zu verhindern. Also eine, ja, pathologische Sicht auf die Dinge oder auf Menschen zu bekommen. Wenn es zu unserem Beruf gehört, andere Menschen beurteilen zu müssen oder Diagnosen finden zu müssen oder Straftaten aufdecken zu müssen oder Gutachten schreiben zu müssen. Und diese so notwendige und intelligente Art des kritischen Hinterfragens, des Suchens von Problemen, des Beurteilens anderer Menschen, des Einschätzen können anderer Menschen, das kann dann in das eigene private Leben mit hineinfließen. Und sodass wir eben auch in unserem Privatleben das Gefühl haben, wir müssen ganz viele Dinge beurteilen, ganz vielen Dingen skeptisch und kritisch gegenüberstehen. Also das kann man auf ganz viele Berufe anwenden. Je nachdem entwickeln wir so einen pathologischen Blick,
der vor dem Privatleben natürlich nicht Halt macht. Und das sind einfach vier Gründe, warum du vielleicht dazu neigst, immer, das ist jetzt natürlich ein bisschen negativ konnotiert, ich sag's trotzdem, immer nach dem Haar in der Suppe fischen zu müssen oder zu kritisieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, es ist klar geworden, dass das oft eben an den Lebensumständen, an der Sozialisierung oder auch aus sehr positiven Umständen eben, dass man beruflich sehr genau und sehr kritisch und sehr bewertend sein muss, weil es absolut notwendig ist, die dann aber vielleicht eben auch Überhand gewinnen und uns ja vielem sehr skeptisch und kritisch entgegenstehen lassen. Und da passt, glaube ich, das Bild, wenn man eine Schraube zu fest eindreht, dann dreht sie irgendwann durch. Also nach zu fest kommt locker. Und ich sage es noch dazu, mein Gehirn hat alle vier dieser Faktoren. Das heißt, ich rede jetzt nicht über Eventualitäten, die andere Menschen betreffen, sondern ich kann diese vier Faktoren an mir und an meinem Verhalten festmachen. Wahrscheinlich gibt es noch viele andere Faktoren, die das Kritischsein auslösen. Aber ich bin zum Beispiel, mein Gehirn ist ständig auf der Suche nach dem, was passieren könnte. Den ersten Punkt, den ich angesprochen hatte, dass das Gehirn ja immer auf Gefahrenvermeidung ausgerichtet ist, das kann ich bei meinem Gehirn auf jeden Fall auch festmachen. Oder dass ich immer suche, was verbessert, was repariert werden könnte, was besser gemacht werden könnte. Es ist nicht immer so, dass ich denke, dass tatsächlich alles nicht gut genug ist oder falsch ist. Es ist nur so, dass ich denke, manchmal könnte es besser sein oder ich könnte es besser machen. Und dann versuche ich das natürlich auch. Und dann ist da noch der Wunsch, unsere Kritik eben auch auszudrücken. Der Wunsch, diese Kritik zu äußern, hat meiner Meinung nach auf verschiedene Weise mit Macht und Kontrolle zu tun. Ich denke, und auch da schließe ich mich nicht aus, ich denke, der erste und offensichtlichste Grund, warum wir auch äußern wollen, was wir denken und was uns nicht gefällt und was besser gemacht werden könnte, ist, dass wir denken, dass dieser Umstand, den wir als negativ einschätzen, unsere Gefühle auslöst, was auch immer es ist. Also die Art und Weise, wie sich ein Mensch kleidet oder das Problem, dass wir in der E-Mail unseres Mitarbeiters erkennen oder unser Kind, das sich auf eine Art und Weise problematisch verhält, was auch immer es ist. Wir denken, dass diese Sache, die gerade passiert oder dieser Mensch, der sich so verhält, wie er sich verhält, was auch immer, dass das unsere Gefühle verursacht. Wir denken also, dass wenn etwas anderes wäre, würden wir uns besser fühlen, dann wäre es richtiger. Dann könnten wir uns gut fühlen. Wenn nur das anders wäre, dann könnte ich mich zufrieden und entspannt und sicher fühlen. Und so wollen wir natürlich Dinge verändern, damit wir uns anders fühlen können. Und das ist also die übliche Art von Gedankenarbeit, die ich ganz ausgeprägt im Coaching mache. Wir denken, dass wir uns anders fühlen würden, wenn die Umstände anders wären, wenn wir woanders wohnen würden, wenn wir etwas anderes hätten, wenn wir anders aussähen, wenn dieser Mensch sich doch endlich anders verhalten würde. Und so versuchen wir, ja, die Umstände zu manipulieren, zu verändern, zu formen. Und wir denken, wenn wir unsere Kritik äußern, dann wird das vielleicht jemanden dazu bringen, etwas zu ändern, sodass wir uns besser fühlen können. Wenn wir also jemand anderen brauchen, um etwas zu verändern, um das Problem zu lösen, dann gehört das Kritisieren auf jeden Fall dazu. Wir wollen auf Fehler hinweisen, um jemanden dazu zu bringen, etwas zu ändern, damit wir das Gefühl haben, das Problem gelöst zu haben. Und auch hier erkenne ich mich wieder, dass es sich hier um ein fehlgeleitetes Sicherheitsbedürfnis handelt. Unser Gehirn denkt, wenn wir alles um uns herum kontrollieren können, ja, dann sind wir sicher. Dann werden wir keine Gefühle haben müssen, die wir nicht haben wollen. Und so versuchen wir, alles um uns herum zu kontrollieren, was uns nicht gefällt, und jeden so zu verändern, dass er so ist oder sie so ist, wie wir es mögen. Dass die Dinge so sind, wie wir es mögen, damit wir uns gut und sicher fühlen können. Ich denke, wenn es um dieses Kontrollieren wollen und um die Macht geht, die wir über die Dinge und über vielleicht andere Menschen haben wollen, dass wir uns das nur schwer eingestehen können. Und wenn wir uns aber in der Vergangenheit zum Beispiel viel machtlos gefühlt haben, weil wir zum Beispiel ganz viel kritisiert wurden, sei das in der Kindheit, sei das im Arbeitsverhältnis, sei das von einem früheren Partner oder einem Freund. Wenn wir die Erfahrung gemacht haben, in einer Beziehung gewesen zu sein, in der wir ganz viel kritisiert wurden und nie richtig sein konnten. Ich glaube, viele von uns haben das erlebt und uns deshalb machtlos fühlten. Dann könnte es sein, dass wir uns jetzt als die Kritisierenden, als die Mächtigen empfinden. Und so wollen wir vielleicht diesen unbewusst natürlich diesen gleichen Kontext wiederholen. In Beziehungen, in Arbeitsverhältnissen. Wir wollen uns mächtig fühlen. Wir wollen uns vor allen Dingen nicht machtlos fühlen. Natürlich ist uns das nicht im Bewusstsein, aber so können sich diese Muster zeigen.
Die Mystikerin Simone Weil hat etwas Schönes gesagt. Sie hat gesagt, die Gefahr besteht nicht darin, dass die Seele daran zweifelt, dass es Brot gibt, sondern dass sie sich einredet, dass sie nicht hungrig ist. Denk daran, dein Vertrauen mehr in das Mitgefühl zu setzen, mehr Vertrauen in Mitgefühl zu haben. Mitgefühl für dich selbst, das Annehmen können deiner selbst. Manchmal ist es unsere größte Aufgabe, uns selbst eine Mutter zu sein. Daraus ergibt sich dann auch wieder eine Verschiebung der Identität, eine Befreiung vielleicht von dieser Schutzhülle und ein Wiederfinden einer ganz ursprünglichen Güte, ein Gutsein mit sich selbst und dann auch mit anderen. Und wenn wir dieses Mitgefühl für uns selbst und andere wieder entwickeln können, für uns, für unseren Lebensweg, für die Erfahrungen, die wir machen mussten, aber auch für andere und ihre Lebenswege. Und wir können genau dort anfangen, wo wir uns jetzt befinden, ganz unabhängig von der jeweiligen Situation. Wenn wir wieder Mitgefühl für uns, für unser Menschsein, für unsere Kämpfe, die wir austragen, mit uns selbst, Mitgefühl für uns zu haben, ist entscheidend. Und vielleicht spürst du jetzt auch gerade nach dem Sprechen über die verschiedenen Weisen, wie das Gehirn das Kritischsein gelernt hat oder wie sich das verankern konnte. Vielleicht spürst du diesen tiefen Wunsch, wieder mit größerer Freundlichkeit zu leben, mit einer größeren Freundlichkeit zu dir selbst und vielleicht auch zu anderen Menschen, dem, was uns in unserem Leben begegnet. Und dafür dürfen wir lernen, unsere Ängste, unser Schamgefühl, unsere Fehlbarkeit mit Mitgefühl zu halten. Und es ist ganz erstaunlich, fast magisch, wie sich wie so eine ernst gemeinte Selbstfürsorge uns zu größerer Toleranz und Freundlichkeit gegenüber anderen öffnen kann. Im Buddhismus gibt es ja die Metta-Meditation und die Lehre, dass wir liebende Güte entwickeln können, indem wir uns vorstellen, wie so eine fürsorgliche Mutter ihr geliebtes Kind hält. Und wir können auch lernen, dass dieses Kind, das vielleicht noch in uns wohnt, die Liebe und das Mitgefühl verdient, das wir zu geben haben. Wir sind immer noch im Kern vielleicht das gleiche Kind, jetzt aber erwachsen. Und mit etwas Übung können wir lernen, unser eigenes Leben und Menschsein mit Mitgefühl, mit Liebe zu halten. Mach dir keine Sorgen, wenn du jetzt durch das Sprechen über das Kritischsein gemerkt hast, dass du ganz vielem und vielleicht dir selbst gegenüber kritisch eingestellt bist. Wenn du vielleicht das Gefühl der Selbstfürsorge verloren hast. Mach dir bewusst, es kann wieder erweckt werden. Und wenn wir eben durch den Prozess des Bewusstmachens gehen, welche Muster wir vielleicht erfüllen, aus welchen Gründen wir vielleicht besonders kritisch reagieren. Und eben in der nächsten Woche geht es weiter darum, wie wir diesem Kritischsein mit uns selbst und mit anderen gut begegnen können. Aber ich möchte dir sagen, Mitgefühl für uns selbst und für andere Menschen ist manchmal nur ein paar Atemzüge und einen Moment der Freundlichkeit entfernt. Ja, das war jetzt schon viel. Ich weiß, angenommen, du erkennst dich selbst in einigen oder vielleicht in allen dieser Muster wieder. Was kannst du dagegen tun? Was musst du dagegen tun? Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Also ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und ich möchte dich, bevor du jetzt vielleicht weiterarbeitest, noch um einen Gefallen bitten. Es gibt ja diese Algorithmen und ich möchte dich ganz herzlich einladen, wenn du jetzt einen Nutzen aus diesem Podcast oder aus anderen Folgen gezogen hast und ja, der Podcast dir geholfen hat, vielleicht sogar beginnt dein Leben ein bisschen zu verändern, dann möchte ich dich bitten oder einladen, das weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass dieser Podcast auch anderen Menschen vorgeschlagen wird, die dann ebenfalls davon profitieren können. Das heißt, du musst den Podcast jetzt nicht an deine Freunde schicken, außer du möchtest das, darüber freue ich mich natürlich auch sehr, aber du kannst auch einfach auf Spotify gehen oder auf Apple Podcasts und ja, mir ein paar schöne Sterne hinterlassen, eine kleine Rezension schreiben. Das Hinterlassen solcher Bewertungen ist total hilfreich, auch wenn der Podcast schon groß ist und beliebt ist, denn diese Rezensionen und diese Sternchen helfen dem Algorithmus, den Podcast nach oben zu bringen. Es hilft anderen Menschen, den Podcast finden zu können, weil er vorgeschlagen wird. Und natürlich ist es mein Ziel, dass viele Menschen diesen Podcast hören. Herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann musst du dir unbedingt den Jahreskurs zum Umsetzen all dieser Konzepte und dem Material aus dem Podcast ansehen.
Das ist mein monatliches Coaching-Programm, bei dem wir all dieses Material nehmen und es in Anwendung bringen. Wir studieren es gemeinsam. Also schließ dich mir an im Januar und stärke deine mentale Muskulatur, deinen Vertrauensmuskel. Wenn es darum geht, einen optimistischen, einen bestärkenden, einen unterstützenden Blick auf dich selbst und auf die Dinge zu erlangen, die noch auf dich warten. Besuch mich jetzt auf meiner Webseite auf www.carlajohannascheffer.com/Einzelcoaching. Wir sehen uns dort.